Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zum Synced Invitational. Das Synced Invitational war ein Gamescom-Turnier und ich möchte euch jetzt ganz kurz was dazu erzählen, denn das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Event, beziehungsweise es hat für mich einen sehr persönlichen Wert und deswegen möchte ich euch da ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich hoffe, dass ihr mir noch ein paar Sekunden zuhören könnt und natürlich auch das Video genießen könnt, aber ich möchte euch heute erklären, worum es geht. Das Synced Invitational auf der Gamescom war ein internationales Turnier, wo ganz, ganz viele Teams aus allen Ländern dran teilgenommen haben. Auf der Gamescom selbst war es aber noch ein kleines Battle zwischen den beiden deutschen Teams. Unser Team besteht aus Sola, Maluna und mir, haben gegen Fabian Siegesmund, Julimi und Sterzig angetreten oder sind gegeneinander angetreten. Und auch unsere beiden Teams hatten so ein kleines Battle untereinander, wo es am Ende natürlich einen Sieger geben musste, der sogar einen Pokal von der Gamescom mitnehmen durfte. Bedeutet, es gab ein DE-intern Turnier und ein großes, ganzes internationales Turnier. Und das DE-intern Turnier war für mich deswegen so wichtig, denn wer mich schon länger verfolgt, ja, wer die ganzen Jahre auf meinem Channel schon mitbekommen hat, wenn es um die Gamescom geht, nehme ich an vielen Turnieren teil. Aber ich werde grundsätzlich nur Zweiter. Und konnten wir das dieses Jahr ändern? Die Leute, die den Stream gesehen haben, die Leute, die mir auf Insta folgen, die wissen es sowieso bereits. Ich möchte es hier auch schon erzählen, weil ich möchte euch auch was dazu zeigen. Ja, wir konnten es dieses Jahr ändern. Ich habe zum ersten Mal mit meinem fantastischen Team, es war auch einfach das beste Team, was man sich wünschen konnte, das andere DE-Team schlagen können. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Livestream selbst lief leider nicht so, wie das geplant war oder wie wir uns das vorgestellt haben. Wir mussten kurz vor knapp das ganze Streaming-Setup noch einstellen und hatten natürlich auch nicht unsere Hardware mit dabei. Deswegen ist das, was ihr gleich sehen werdet, qualitativ nicht optimal. Vor allem, weil wir das VOD auch runterladen wollten. Aber da ich das Ganze in ein Video verpacken möchte und ich das Ganze für mich als Erinnerung aufrechthalten möchte, nehmen wir das ganze Videomaterial jetzt noch einmal, schneiden es für euch ein bisschen zusammen und packen euch das in ein Video rein. Wir mussten bei dieser Challenge nämlich drei bestimmte Level in der schnellstmöglichen Zeit absolvieren. Es ging nicht darum, wie viele Punkte mehr macht, es ging nur darum, wie schnell dieses Level abgeschlossen werden konnte. Wir hatten einen 3-Stunden Trainingstream, wir haben uns so ein bisschen vorbereitet, wir haben in den 2 Stunden, die wir dann live dafür Zeit hatten, sehr, sehr viele Runs gemacht und waren am Ende sogar sehr zufrieden. Und 1, 2 Runs davon möchte ich euch gerne zeigen. Vielleicht blende ich euch auch einen Timer mit ein von unseren besten Runs und gegebenenfalls, wenn wir es rausfinden, glaube ich aber nicht, könnte ich euch auch die Vergleichszeiten einblenden vom anderen DE-Team. Das wäre natürlich optimal, aber das habe ich nicht parat. Ihr seht also gleich einfach die 3 Runs in unserer schnellstmöglichen Zeit und genießt einfach so ein bisschen die Show, denn wir haben sehr, sehr gut zusammengespielt und jeder hat seine Aufgabe super erfüllt. Es war einfach ein sehr, sehr geiles Event. Soundquali ist nicht optimal, verzeiht mir das bitte. Wie gesagt, wir mussten es kurz vor knapp einstellen, aber ich möchte dieses Video festhalten für mich als Erinnerung auf meinem YouTube-Channel, weil es ist für mich, ja, wie gesagt, sehr wichtig. Natürlich auch nochmal vielen Dank für den Invite, ja, fürs Invitational an sich und vielen Dank an das Team von Synced, dass sie uns dazu eingeladen haben, dass sie überhaupt die Möglichkeit dazu hatte. Deswegen findet ihr natürlich auch den Link zum Spiel in der Videobeschreibung, denn auch in diesem Monat geht's los. Das Spiel kommt jetzt endlich raus und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zocken. Checkt's auf jeden Fall schon mal ab, Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Video und vielen, vielen Dank an alle, die im Livestream dabei waren, uns angefeuert haben, beim Trainingstream dabei waren, uns angefeuert haben und sogar live vor Ort waren und danach noch auf mich gewartet hatten. Vielen, vielen Dank euch. Danke, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Es geht los, viel Spaß! Okay, wir versuchen jetzt nach dem ersten zu upgraden, ja? Ja. You wanna screw around or do you wanna win? Wie wir alle am Rollen sind. Ja, wir, jede Sekunde zählt. Wir machen das, ist jetzt optimiert. Was ist denn das hier links? Vor allem bei euch ist es voll synchron. Können wir wahrscheinlich jemanden. Hier kriegen wir eins zum Zücken, oder? Ja, vielleicht eins zum Zücken mitnehmen. Der ist ein Boss, oder? Das sieht eher. Ja, der ist Granate drauf. Aber das ist doch einer zum Zücken, oder nicht? Ja, aber der ist halt so ultra dick. Egal, lass ihn einfach mal hier. Den kannst du machen? Okay, lass uns schon mal weitergehen, weil der ist der kann nicht mehr herbringen. Jawohl. Lass einfach das erste Portal rein hier. Genau. Oh, das ist schon hier. Der Weg ist kürzer gewesen, 100%ig. Also in dem Run davor. Kann sein, dass es einfach zufällig ist, ja. Ja, du hast recht, 100%, ja.
Wir sind richtig weit gelaufen letzte Mal. Noch ein anderer, oder? Aua. Nee. Das ist nur eine Granate. Oh, das ist haben. Ja, ich hab noch kein Ding. Ja, einen Moment. Ich versuche ihn abzulenken. Oh, bewegen, oder? Das ist Granate für die Mitte wäre geil. Ja, der ist in der Mitte. Ich hab leider keinen Heal, er ist in der halben. Ja, ich hab noch einen Deck. Weiter, los, Boss. Pass auf. Denk an Muni mit dem Unter aus der Tür raus. Okay. Also ohne den Nanosprung ist das ganz schön schwer zu dodgen. Konnte man sich. Ja, mit dem hätte man sich dünken können. Hundertprozentig. Nice. Ja? Oh. Ja. Hier vorne ist sogar eine Upgrade Station auch vorne. Wollen und. Ich mach die Upgrade Station auf. Dann könnt ihr eigentlich direkt rein. Wolle. Und behind door number one. Und weiter. Das ist ja nur ein gezückt. Ja, der Boss wäre es auch gewesen. Hier draußen bei dir ist einer, glaube ich. Ich will schon mal das Portal aufmachen. Ja, den kann ich kann hier einen zücken. Ja, ich mach auf. Bin schon drin. I got a crusher to play with us. Ich sync mir gerade auch ein. Ich sync mir auch ein, Freunde. Ich bin gleich da. Sync dir mal einen ab da. Los. Ja. Warte, seid ihr im Portal? Ja, Portal. Das ist aber das Gold markierte, ne? Das ist das falsche. Ah, das Gold markiert. Wow, von mir ist das Gold. Ja. Ja, wenn er seine Arme so hoch ist, kannst du dich auf den Boden ziehen. Ja, ich hab hier für euch. Das ist auch der Schwede. Ja, danach muss der Einfall eher sein. You know what to do. Die Druckwellen. Ich glaube, man kann sich so daher ducken. Einfach die Druck rein. Ja. Ah, unter Bett. Rote Flecken auf dem Boden. Alter. Werdet ihr wiederbelebt oder nicht? Ich mach kurz. Ich bin wiederbelebt. Ja, das bin ich. Okay, alle wieder da. Ich mach eine Granate für die Mob. Kopfwellen. Erste gedruckt. Wir können uns einfach hinter eine Säule stellen. Nee, kannst du nicht. Nee, die Welt geht durch. Nochmal gedruckt. Rote Fläche. Nur noch Boss, Boss. Geht's hier? Boss down? Nein. Durch zum Portal? Oh, das war hart. Warte. Das war hart. So. Intense Gaming hier. Haben wir noch? War noch nicht schlecht? So, wo lang? Okay. Jetzt haben wir jetzt alle einen Zügenmonster, ne? Ja. Ja. We got dead money rolling in. Kannst du ignorieren? Ja, einfach durch. Ist sogar relativ nah. Waren wir schneller oder halt nicht? Jetzt kommt der einfache Boss. Jetzt kommt der mit den Eiern. Bin drin. So direkt am Anfang einmal Heal schmeißen. Ich hab noch halben Leben gerade. Ja, ich werf. Warte, ich bin aber noch nicht drin. Ich komme jetzt rein. Granate erst, wenn die Mobs da sind. Ich mach hier direkt hier. Jetzt? Granate? Jo. Nice, wir haben nur noch ihn. Ammo low. Den
Boss, nimm den Boss. Nur der mit Boss, Boss, Boss. Letztes Mal ganz gut von allen. Und den Pot, damit nice. Ich kaputt kann. Nice. Das war schneller auf jeden Fall. Und dann müsste Ende sein, oder? Ja. Finish. Das war schneller, oder? Wie viel? Nice, nice, nice. Nice, good job. Ich mach das jetzt nicht nochmal mit dem. 6 Minuten 18. 2 Minuten schneller. Ja. Das war gut. Das können wir so stehen lassen, oder? Ich würde auch sagen. Dann jetzt noch den Gauntlet-Eimer. Das war ja fast der schnellste. Und dann alles in den Blitz. Ja. Let's go. Ja, wir haben uns gut gepackt. Ja. Egal, für die, die es noch nicht verstehen, wir müssen quasi versuchen, ja, einfach also ignoriere, dass ich Dritter Level bin, das so schnell wie möglich zu klären. Sehr gut. Und vergleichen uns dann mit allen anderen Teams international, die jetzt gerade auch genau das Gleiche probieren quasi. Wir haben noch eine Stunde, haben wir glaube ich noch Zeit, also wir können jetzt noch gut... Jetzt nochmal alles. Und los, 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 los. Erst rechts, dann Waffe. Bis Maximum und Rüstung, soweit es geht. Und Tür. Wenn einer dran ist, könnt ihr dann E drücken. Ich kann E drücken. Kannst du E drücken, Maluna? E gedrückt halt. Ja, und Cutscene-Skip kommt jetzt direkt. Ja. Ja. Einer fehlt noch. Und... Wir sind verteilt wegen dem Flammenwerfer, dann kann die anderen weiter draufballern. Mobs kommen, ich werf Nate. Mit einer Aquat könnt ihr dann halt schießen, ne? Ja. Ich dodge den Flammenwerfer. Flammenwerfer auf einen. Wirst du aufgehoben, Maluna? Ja, ich werde aufgehoben. Okay, dann Damage, Damage, Lola. Müsst ihr gleich Phase 2 sein. Ja, skip. Ja, und direkt runter, ich. Das ist ein Loch im Boden. Und dann gucken, in welche Richtung er steht, hinter uns. Ja. Granate rein. Nur Damage, nur Damage. Nur Boss, ist einfach egal was du bist. Wir werden eh revive. Und skip. Nice. Und skip. Oh, let's go. Das war richtig schnell, das war richtig gut. War Ammo? Denkt an Ammo? Ja, ja. Vielleicht. Ja, stimmt, man könnte Ammo schon aufladen. Kann man das hier skippen? Skip. Einmal skip. Hallo. Schnell links, link. Das dauert ja länger als der Bosskampf. Ja. Jetzt. Also 7 Sekunden kriegen wir hin. Einer dann schon mal. Hier ist die Tür relativ nah, ne? Also alles wegklicken. Spam, 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 upgrade, spam, upgrade. Ja, ja, hab ich. Zweiter, so, nicht letzter! Jetzt direkt Rüstung upgraden und dann ja. Einer vielleicht schon ein, zwei irgendwie Upgrades kaufen und Tür oder so. Shall we? What a Rüstung Max, ich kauf direkt was. Ich mach Tür. Ja. Ja, reicht. Ich habe 3 Sachen gekauft. Ich bin ready. Sola noch? Nee, Sola fehlt. Jetzt. Ja. Und Cutscene? Kommt nicht, aber wenn wir runterfallen, ne? Komm, bitte jetzt wieder nur 2 Räume. Alles andere wäre frech. Skip. Einer fehlt. Sola? Ich kann nicht skippen. Aber ich wurde nicht angezeigt gerade. Raum 1. Links hinten, ne? Bin dran. Ich bin noch nicht dran. Jetzt bin ich dran. Ja. Okay. Bin ich direkt hier bei uns vorbereitet? Oder? Ja, ja, ich hab mich das jetzt. Irgendwas greift mich an, die Sniper greifen. Ich mach hier. Und direkt auf Boss wechseln, wenn der down ist, ne? Der fällt jetzt uns auf den Boss. Neuer Raum? 5? Ist 5, oder?
wach auf. Ich kann nicht aufwachen, Sniper schießt mich an. Der Sniper schießt mich wieder an. Hab's offen. Hier ist down, ist down, ist down. Der Mob muss, glaube ich, down gehen, bevor der sich wieder versteckt. Alles auf den Halbboss hier. Deswegen kam der auch gerade nicht. Ne, wir haben es wieder nicht. Oder? Wir haben keinen Boss. Das 4. Das kostet das tatsächlich. Das ist so viel Pech. Ich kann wieder nicht. Sniper schießt mich an. Mach ich, mach ich, mach. Ich brauch Heilung. Raum ist offen. Ja. Nur diesen unsichtbaren Assassin, ne? Der ist bei mir. Komm, Boss kommt. Boss ist da. Viel öfter als gerade an den Armen. Wir kriegen jetzt sogar Brust, glaube ich, wieder, ne? Brust und Kopf, oder nicht? Noch nicht. Brust und Kopf. Wir können durchziehen, oder? Ja, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Also nicht so wie jetzt. Ich bin down, mach den weg. Nur Boss, skip. Chris. Hammer. Ja, aber trotzdem schnell, würde ich sagen. Ob es jetzt schnell genug war, ist die Frage. Wir hatten halt wieder drei Räume. Ja. Ja. Woran liegt das, ist die Frage. Ich glaube, wir haben den nicht, das Ed nicht schnell genug gekillt. Ja. Ich denke mal, Muni. Das mit den drei Räumen so ist ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, wie viel Zeit wir damit gewastet haben. Aber wir waren das Hauptgenommen, das ist noch fein. Ich glaube, by the way, bei den alles Klonen auswählen, ist es auswählen. Egal, was wir machen. Auswählen. Es ist immer genau eine HP, immer genau ein HP-Balken quasi. Ja, 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 einfach irgendeinen Klon abschießen. Ja, aber ich glaube, es ist. Oh, egal. Weiter. Upgraden können wir nicht nur irgendwas kaufen. Einer an die Tür. Denk dran, wenn ihr ready macht, könnt ihr immer noch kurz kaufen. Ne? Ich mach ready. Einer noch? Ja, ja, und jetzt hast du immer noch 3 Sekunden Zeit. Okay, rein. Skip. Hab ich. Und auf. Ich versuch mir das mit dem Spiel fertig zu machen, solange da ist. Die Ich krieg bei denen Boss irgendwie nicht rein. Also ich sehe ganz oben, die sich auf die Haare. Ja, aber irgendwie. Also man muss sich von hinten anhalten. Er portet sich schon, ne? Okay. Verteilen. Und Muni vielleicht aufladen in der Zeit auch? Muss ja irgendwo da hinten sein. Sicher, dass man die nicht spawnen kann? Bei mir ist noch ein Klon. Ne, alle weg, alle weg. Das ist genau eine HP-Leiste quasi, ja, die er immer verliert. Ja, nicht, also ich glaube. Ich wüsste auch nicht, wie wir den spawnen sollen. Ja, Laufsache Damage. Das geht auch, danach ist Ende. Boah, das ist manche. Ich geh da grad raus, no. Aber manche Klone haben keinen Weak Point. Manche haben keine roten Haare. Okay. Einmal noch, ne? Einmal noch und dann geht er Mitte. Ja. Okay, ist, ne? Macht euch bereit. Schon mal auf die Mitte zielen. Der wird, ich glaube, er wird das spawnen, ne? Jeder Damage zählt. Ja. Don't let them in, Ace.
give him your worst. Ace is out. Es ist, blast gibt, anyone who gets close. Ist Timer? Muss man was suchen? Da. Sind das die roten Wellen? Nee, rote Wellen. Hier? Euer Minion drauf. Laser, ein Single-Target-Laser. Bodenwelle. Bumm. Damage jetzt. Granate vielleicht noch eine. Jetzt drüber fallen. Sola, komm. Let's go. Down. Nice. Wie viel? Ich weiß auch nicht, ich krieg bei dir. 10 Minuten, 6. Wir kommen nicht, also es fehlen wieder 7 Sekunden. Ja, das war die eine Tür mehr, ne? Das war, ja, dann hätten wir locker. Hätten wir nur 2 Türen gehabt, hätte es geklappt. Einen Run schaffen wir noch, oder? Das war die Zeit. Wir sollten die anderen vielleicht nochmal versuchen. Warte, die anderen schreiben gerade was rein. Von den anderen kommt gerade eine Zeit. Gauntlet 4 Minuten 25. Da waren die viel schneller als wir. Spielen die mittlerweile auf leicht? Haben die den Schwierigkeitsgrad geändert? Weiß es nicht. Also wir müssen Gauntlet machen. Sonst haben wir keine Chance. Hier 25 Gauntlet, krass. Ja. Also 441, ne? Genau, ja. Also reine Gauntlet. Was war Gauntlet? Ja. Gauntlet war das Durchlaufen, oder? Kann ja nochmal über die Schulter gucken. Aber die starten den Timer auch am Anfang vom Level, oder? Ja, okay, gut. Die starten den Timer auch am Anfang vom Level. Das ist ja wichtig. Ja, muss man alles nachfragen. Irgendwas ist das. Okay, los. So. Keine Portale. You wanna screw around or do you wanna win? Komm, wo spawnen wir es hier direkt? Wenn ihr sinken könnt, sinken. Granate in die Menge. Ja. Tür ist offen. Ich sink. Hier kommt auch gleich ein Shop, das ist gut. Denkt dran, nicht zu weit laufen, die Mobs müssen alle töten. Kann ich schon zinken? Ja. So. Hier unten großer Mob mit Sündmöglichkeit, glaube ich. Hier sind, glaube ich, 3 Stück zum Zinken, oder? Ja. Maluna rennt dann schon mal weiter, weil die hat schon gezinkt. Ja. Mach mal die nächste. Du bist auf rechts. Ich werfe meine Granate direkt. Die müsste jetzt hier unten auftauchen. Jetzt dreh schon mal weiter. Hinter uns noch einer. Down, ich pack nix. Hier, zur Tür, E drücken. Fired up and ready to go. Das war gut. Also, ich glaube, das war gut. Nice. Auswählen. Skip. Schön, Maluna, du hast gewonnen. Yeah! Ich gebe mein Bestes für dich, für euch. Let's go. Sehr gut, Maluna. Spielen die auch auf denselben Grafik-Settings? Laden die schneller? Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben wir auch schlechtere Computer und längere Ladescreens. Also, ich glaube auch, die, ja? Werden die Ladezeiten abgezogen? Weiter. Rüstung kaufen. Ich kann es nicht glauben. Ja, man muss es. Skip und raus. Nur die Eier. Nur die Eier, ja. Alles klar. Ich gehe hier links wieder durch. Tür sind rechts.
check. Fired up and ready to go. Skip. Ja, das geht gut los. Ab, ich hab. Könnte mich schneller vorfallen. Ready. Ich hab das ja nicht angezeigt, aber es gibt tatsächlich. Gotta reload. Immer schön auf den Quarterkopf da. Auf den Ziel. Damage. Einfach drauf. Time. Wie viel? Skip. 3,41. Let's go. Let's go. Nice. Den behalten wir so. Oh, wir sind ja richtig am Schwitzen. Sehr gut. 3 Minuten 41. Boah, 3 Minuten 41. Das war richtig gut. Also das war ein guter Run. Jetzt heißt es einfach nur warten und hoffen, dass wir die beste Zeit haben. Jetzt Pokalübergabe. Leute, wir machen jetzt hier ein Bild nochmal für euch Fullscreen. Ihr habt gleich keinen Ton, ihr werdet auch nicht so viel sehen, aber wir richten das einfach mal so dahin. Let's go. Erster Platz auf einem Gamescom-Turnier, das erste Mal seit x Jahren. Aber nur an einem Mittwoch. Leute, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Danke an alle Zuschauer. Danke für euren Support. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und uns angefeuert habt. Dankeschön. Das ist, sorry auch wegen der Soundqualität und so weiter. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein klein bisschen Spaß. Es war sehr, sehr geil. Ich danke euch, Leute. Macht's gut. Bis dann und ciao.